Herzlich willkommen bei Österreich durch Land und Zeit. Eine spannende Woche in Tirol liegt hinter uns. Wir durften Ihnen in dieser Woche zahlreiche interessante Traditionen und Brauchtümer aus Tirol näher bringen. In unserer letzten Sendung bzw. am letzten Tag am Aachensee blicken wir nochmals zurück auf die Highlights. Hauptanziehungspunkt in der Altstadt in Innsbruck ist natürlich für alle Touristen das goldene Dachl. Aber dass in den Seitengassen und unter den Lauben viele kleine versteckte Denkmäler und Sehenswürdigkeiten gibt, das wissen nur die wenigsten. Ein paar davon werden wir uns heute anschauen. Geht man von der Maria-Theresien-Straße in die Altstadt, dann sieht man gleich links oben am Haus das alte Vorstadttor. Das ist 1765 abgerissen worden. Insgesamt hat die Altstadt früher sogar 4 Tore gehabt. Unter den historischen Lauben da in der Altstadt, wo es heute in eine Fastfood-Kette geht, da sieht man oben am Spitzbogengewölbe wunderbare Darstellungen aus dem Jahr 1495, den Reichsadler. In der Mitte den Gekreuzigten als Hinweis auf das Christentum und auf den Flügeln die Wappen von den ganzen Teilen des römisch-deutschen Reiches, wie es damals bestanden hat. Oft unbeachtet sieht man da das Muttergottesbild gewidmet zum Hohen Frauentag 1977 von der Dompfarre. Der Hohe Frauentag ist am 15. August, also nicht mehr ferne, und ist ja bekanntlich auch ein Tiroler Feiertag. Gleich durch den Torbogen nach dem Muttergottesrelief, da sieht man das Mundig- oder Gumphaus. Die Baumeisterfamilie Gump war ja sehr berühmt im 17. Jahrhundert, hat da 3 Häuser gekauft und sie damals umgestaltet. Zu sehen ist unter anderem ein sehr schönes Christophorus-Fresko, dann natürlich ein Medaillon, wo man die Lukas Kranach Mutter Gottes sieht, wie überall in Innsbruck. Und ganz interessant ist noch eine Platzgranate, die man da eingemauert hat, die noch von den Freiheitskämpfen von 1809 stammt. Einmal von einer ganz anderen Perspektive sieht man da das Katzunghaus. Das Besondere am Haus sind die vielen Reliefs, 21 auf 3 Erkerstufen. Die Innsbrucker Altstadt, die hat nicht nur das goldene Dachl, sondern viele kleine versteckte Sehenswürdigkeiten und Denkmäler. Wenn man mit offenen Augen durch die Altstadt geht, dann kann man sich die anschauen. Das Alphorn, ein Instrument des Alpenraumes, vor allem die Schweizer sind fürs Alphornspielen international bekannt. Anders als beispielsweise beim Klavier basiert die Musik des Alphorns auf der Naturtonreihe. Und das verbindet das Instrument mit einer weiteren Art des Musizierens, für die in erster Linie der Alpenraum berühmt ist, nämlich das Jodeln. Raimund Ammann ist Musikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich unter anderem mit den Ursprüngen und den Verbindungen zwischen Alphorn und Jodeln und schaut sich dabei besonders die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tirol und Schweiz an. Erstmal ist es natürlich dieselbe Kultur, also die Leute in den Bergen, Senner und so weiter. Und die Funktion war ähnlich, also die Kommunikation. Und es ist auch diese Naturtonreihe, die man auf dem Alphorn bläst, also nur blasen kann, und die sich auch wieder in den Jodler finden lässt. In der Schweiz noch eher, in bestimmten Gebieten, Murtertal. Und wir finden auch in der Literatur Hinweise, dass in Tirol und in anderen Gebieten Österreichs eben auch mit diesen Naturtonreihen gejodelt wurde früher.
Auch wenn es zunächst schwierig zu unterscheiden ist, aber Jodeln ist nicht gleich Jodeln. Raimund Ammann will die verschiedenen Jodelvarianten in der Schweiz und in Tirol aus musikwissenschaftlicher Sicht besser verstehen. Der Tiroler Jodel hat speziell im 19. Jahrhundert war in ganz Europa verbreitet und hatte da auch einen großen Einfluss auf den Schweizer Jodler. Und es hat sich dann Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Bewegung gegründet, die eigentlich gegen diese Tirolerei war und dachte, ja, wir haben ja in der Schweiz eigene Jodler und wir wollen die wieder ein bisschen vermehrt unter die Leute bringen. Schuld daran, dass der Schweizer Jodler im 19. Jahrhundert verdrängt wird, sind wohl die Tiroler. Das waren diese Nationalsänger, die Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhunderts, die diese Kulturshows, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland, in England und dann auch in Amerika verbreitet haben. Also sie haben solche Shows durchgeführt und da war es dann Singen. Und Jodeln war dazu mal natürlich eine Kuriosität. Und da gibt es auch viele Berichte, die wir heute noch finden, also dazu, wie erstaunt die Leute waren in Norddeutschland zum Beispiel, dass man jetzt plötzlich da jodeln kann. Und dass diese Kuriositäten, das Bild der Tirol, also der fröhlichen Tirol und so, das hat sich damals verbreitet und ist dann eben auch in die Schweiz gekommen. Die Schweizer wollen diese fremde Jodelkultur aber nicht und besinnen sich Ende des 19. Jahrhunderts wieder auf die eigenen Werte. Eine Gegenbewegung zur Tirolerei entsteht. Aber was unterscheidet nun Schweiz und Tirol in Sachen Jodeln? Wenn er im Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr viel Ähnlichkeiten hatte, eben, hat er sich heute wieder eigentlich musikalisch differenziert. Der Tiroler Jodel ist meistens also mehrstimmig, zwei- oder dreistimmig sehr oft, mit Terzen, Terzparallelen, manchmal Kreuzführungen der Stimmen. Und der Schweizer Jodel ist ganz anders. Der ist eine Hauptmelodie und eigentlich vielleicht eine zweite Stimme, aber dann ein Bass oder ein Chor, der eigentlich den Jodler begleitet mit Akkordtönen. In seiner ursprünglichen Form dürfte das Jodeln der Kommunikation gedient haben, eventuell sogar um Kühe zusammenzurufen. In der Schweiz sind sogenannte Kuhreihen überliefert, die auf Alphörnern geblasen und vermutlich auch im Stile des Jodelns gesungen wurden. In Tirol als Kurschrohr bekannt. Der Begriff Jodeln taucht erstmals in einem Stück von Emanuel Schikaneder im Jahre 1796 auf. Heute ist Jodeln nicht mehr nur traditionell verankert, sondern international beliebt. Sie müssen nicht mehr in der Bergregion leben, um jodeln zu können. Sie können auch in der Stadt, Mittelschicht der Städte, die lernen jodeln in Workshops über das Wochenende oder formal für eine Woche, auch Alphornblasen. Und da gibt es Jodellehrerinnen, die eigentlich gar nichts mit dieser Kultur zu tun haben, dieser Bergkultur. Also das Jodeln ist im Moment, in den letzten 20 Jahren, geht in eine ganz neue Richtung. Jodeln ist in. Heute gibt es mehr Jodler denn je und vom Aussterben ist der Alpengesang definitiv nicht bedroht, genauso wenig das Alphornspiel. Hoch über der Stadt thronen im Süden von Reute die Reste einst mächtiger Befestigungs- und Wehranlagen aus vielen verschiedenen Jahrhunderten. Schon in der Antike führt hier eine wichtige Nord-Süd-Verbindung durch, die Via Claudia Augusta. Die Straße war militärisch wichtig, aber vor allem eine bedeutende Handelsroute. Das war auch im Mittelalter so, etwa für Salz. Im Tal dient die Ehrenberger Klause zu dieser Zeit zum Schutz und als Zollstation. Die Klause Ehrenberg war ehemals die Talsperre der Verwaltungsort der Burg. Die Klause hatte auch eine große Säulenhalle dabei, in dem die Waren zwischengelagert wurde. Was ist eine Klause? Eine Klause ist ein geschützter Raum, auch um Reisenden die Möglichkeit zu geben, sicher zu übernachten. In einer Klause konnte man Herberge finden, konnte man ausrasten, konnte man es wurden die Tiere versorgt. Das war eigentlich diese Funktion einer Klause oder vieler Klausen. Graf Meinhard II. Errichtet gegen 1290 die heute noch sichtbare Burg Ehrenberg.
Erst 250 Jahre später versuchen Truppen des Schmalkaldischen Bundes in Tirol einzufallen und den Protestanten gelingt es im Jahre 1546, Klause und Burg einzunehmen. Wenig später kann sie von den Tirolern zurückerobert werden. Sie postieren Kanonen auf dem benachbarten Falkenberg und schießen die Burg sturmreif. 1552 fällt Moritz von Sachsen über Füssen in Tirol ein. Durch Verrat kann er Klause und Burg umgehen. Der damals noch unbefestigte Falkenberg erweist sich als Schwachpunkt der Verteidigungsanlage. Unter Kaiser Maximilian werden die Ehrenberger Befestigungsanlagen dann vergrößert. Die Burg wurde vergrößert, indem zum festen Haus der Kernburg natürlich dann wieder eine Ringmauer dazu kam, ein weiterer Turm dazu kam, wie zum Beispiel der Falkenturm, der Pulverturm. Es wurde eine weitere Befestigungsbastion angelegt hier gegen Süden hin mit dem Türmitz. Und so hat sich über die Jahrhunderte hinweg die Burg zu dem entwickelt, wie wir sie heute nur noch die Reste davon sehen können, aber wie sie dann eben zum Schluss dargestellt war. Claudia von Medici errichtet 1639 das Fort Claudia und befestigt erstmals den Falkenberg. Im Spanischen Erbfolgekrieg 1703 wird Ehrenberg vorübergehend von den Bayern eingenommen. Die Rückeroberung gelingt den Österreichern mit Hilfe von Kanonen auf dem Schlosskopf. Dadurch wird die strategische Bedeutung dieser Erhebung deutlich. Das ist eine Fortifikation, ein Festungsbauwerk. Und das ist eigentlich nur gebaut worden, weil man nach den Kriegsjahren 1703 festgestellt hat, dass eben die Burg Ehrenberg und Fort Claudia sowie die Klause von diesem Berg aus eben beschießen hat werden können. Und dann hat man diese Festung gebaut, um das zu verhindern, dass Feinde draufkommen, sie könnten da Kanonen raufziehen und runterschießen. Der letzte Bauteil des Burgenensembles Ehrenberg wird 1741 in der Zeit Maria Theresias fertiggestellt, die Festung auf dem Schlosskopf. Die mächtige Wehranlage ist, wie in dieser Zeit üblich, sternförmig aufgebaut und mit Kanonen bestückt. Sie muss ihre Tauglichkeit aber nie beweisen, denn 1782 werden alle Tiroler Festungen bis auf Kufstein aufgelassen. Die war wirklich eine reine Verteidigungsanlage und man hat es eben deshalb gebaut, dass eben der Feind nicht die strategisch wichtige Burg Ehrenberg, dass die nicht eingenommen werden kann. Heute sind der Schlosskopf und die anderen Festungsteile rund um Reute ein beliebtes Ziel von Wanderern und Bikern. Bevor der Tourismus im Ötztal Einzug gehalten hat, da hat die Pflanzen, der Flachs, eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Der Flachsanbau im Ötztal, der hat sehr viele Familien ernährt. Ja, und aus der Pflanze, da hat man Leinen gewebt und aus den Leinen hat man Säcke genauso gemacht wie Hemden oder andere Kleidung. Der Hans Heid vom Heimatmuseum, der wird uns jetzt einmal erzählen, was mit dem Flachs auf sich hat. Ganz eine wichtige Sache war ja, bevor der Tourismus eigentlich Einzug gehalten hat, war der Flachsanbau. Da ist ein besonderer Punkt bei euch gewesen, oder? Ja, das Ötztal, also bis herein nach Lengenfeld, also bis zum Gemeindeende Richtung Sölden. Auch in Sölden ist noch vereinzelt Flachs angebaut worden. Aber der Haar, wenn man im Ötztal dazu sieht, ist über Jahrhunderte die Haupteinnahmequelle der Ötztaler Bauern gewesen. Und wir haben uns dieses Themas, weil es eben historisch so wichtig ist, angenommen, haben also alle Arbeitsvorgänge haben wir erhalten. Das heißt, wir können also den Flachs, den Haar händisch bearbeiten und auch, und das ist wirklich eine absolute Rarität, können wir das mit Wasserkraft im Bluja und in der Schwinghütte heute noch sagen. Und wir können also hier im Ötztal diesen wichtigen Teil der Ötztaler bäuerlichen Geschichte dokumentieren und bemühen uns da,
das auch nachkommenden Generationen zu erhalten, weil von denen, die im Tal noch Flachs angebaut haben, von denen lebt ja niemand mehr. Das heißt also, nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch vereinzelt der Haar in Umhausen und in Längenfeld angebaut worden, aber das ist dann völlig erloschen. Und was sind jetzt so im Schnelldurchlauf die wichtigsten Arbeiten beim Flachsanbau bzw. bis zum fertigen Linnen? Ja, die wichtigsten sind einmal Sätzen im Frühjahr, danach also das Rupfen. Und dann gibt es verschiedene Arbeitsschritte, die also auch teilverschieden sind. Das unterscheidet sich, wie der Flachs geröstet wird. Das heißt also, in Längenfeld hat man in einer Räser, das ist eine Wassergrube, gelegt und den Fäulnisprozess eingeleitet. Und in Umhausen und in Uetz hat man also den Haar am Feld ausgebreitet und da die sogenannte Tauröste eingeleitet. Und wenn er dann also geröstet oder geräst gewesen ist, ist dann also das Grammeln, das hat man am Grammelofen, den wir auch da im Museum haben, und dann also das Blühen. Da werden also die Flachsstängel gebrochen, die Flachsfaser wird also freigelegt. Und dann wird beim Schwingen und in der Schwinghütte, da werden der Bast, also die restlichen Teile, werden da sauber abgearbeitet. Und in dem Zustand, nach dem Schwingen, danach ist er eigentlich verkaufsfertig. Und dann ist er quasi gesponnen worden und letztendlich dann gewebt. Ja, nach dem Schwingen ist er noch einmal sauber gereinigt worden und dann die verschiedenen Vorgänge eben mit dem Spinnen und dann letztendlich mit dem Weben. Da hat es eben dann auch einen groben Leinen gegeben, den man also vor allem für Säcke, für Plauen also verwendet hat. Und dann natürlich auch ein feines Leinen, das gesponnen worden ist. Ja, so weiß man, dass das Ötztal früher ein Leinenproduzent oder ja, Produzent eigentlich für das Ursprungmaterial war. Und das kann man sich da im Museum auch anschauen, also vom Anbau bis zum fertigen Leinen. Er ist einer der wenigen, die es heute in Tirol noch gibt. Der Orgelbauer Christian Erler aus Schlitters. Seit über 30 Jahren baut er Orgeln. Der gebürtige Jenbacher entdeckt während seiner Zeit als Ministrant seine Leidenschaft für das Musikinstrument. Es ist einfach die Faszination. Der Klang gefällt mir narrisch gut. Und wenn es richtig dargestellt wird von den Organisten, dann ist das eine wunderschöne Sache. Das Besondere an der Orgel ist, dass man mit Händen und Füßen spielt und natürlich die Koordination zwischen beiden Händen und den Füßen, das muss einfach perfekt geübt werden oder gelernt sein, damit man es dementsprechend zur Geltung bringt. Der Beruf Orgelbauer ist selten geworden. Die einzige Berufsschule Österreichs befindet sich in Wien. Um die 5 Lehrlinge gibt es dort pro Jahr. Dieser Trend zeigt sich auch in Tirol. Also es ist der Orgelbauszene ist sehr stark in Bewegung. In Tirol gibt es zurzeit noch 3 Betriebe. In letzter Zeit war ein bisschen wenig Auftragslage und dadurch ändert sich das sehr stark. Ein Orgelbauer arbeitet vorwiegend mit Holz. Das wird bei fast allen Teilen der Orgel verwendet, wie beim Gehäuse oder der Traktur. Dazu kommen Metall für die Pfeifen und Leder für die Kleinteile. Jeder Arbeitsschritt geschieht in Handarbeit und jeder Millimeter zählt, das gilt auch für den Klang. Eine Orgel wird sehr stark eigentlich vom Orgelbauer im Klangcharakter vorbestimmt und das nennt sich Intonation. Und so wie man das Empfinden hat und das den Pfeifen eigentlich weitergibt, so klingt letzten Endes nachher das Instrument. Es ist also absolut keine Serienfertigung, sondern immer ein individuelles Instrument. Heute werden Orgeln nur noch selten neu gebaut. Die meisten werden restauriert.
Was den Orgeln zusetzt, sind oft klimatische Verhältnisse. Es ist natürlich auch durch den hohen Holzanteil ist die Holzbombefall ein Thema. Und da muss man nachher dementsprechend eingreifen und in Pflege und Wartung. Dafür ist der 58-Jährige auch oft unterwegs. Die Orgeln sind nämlich zu groß, um sie abzubauen und in die Werkstatt zu bringen. Das Prinzip der Orgel entsteht eigentlich durch die normale Feldflöte, wie sie früher die Hirten verwendet haben. Und in der Orgel wird also komprimierte Luft zur Pfeife geführt und über die Klaviaturen bzw. über das Pedal dann angesteuert. Hingegen zur Flöte braucht man natürlich für jede Tonhöhe eine eigene Pfeife. Das ist der große Unterschied. Und natürlich auch die Größe des Instruments. Christian Erler spielt auch selber gerne Orgel. Zeit zum Üben bleibt ihm aber wenig. Zumindest noch bis zur Pension. Heimat bewegt uns. Unter diesem Motto ziehen dieses Jahr 42 Ortsgruppen aus dem Bezirk Kitzbühel durch die Gamsstadt. Trachtenvereine, Pferdezüchter, Musikkapellen und Jungbauern. Über 500 Männer und Frauen präsentieren sich vor großem Publikum und sorgen für feierliche Stimmung. Ja, wir möchten einfach zeigen, was in der Heimat kommt, wie schön, dass wir eigentlich daheim haben. Gell? Wenn wir uns jetzt da die Festwagen anschauen, es hat jeder ein Thema gezogen letztes Jahr. Zu dem Thema wurde schon ein kleiner Kurzfilm gedreht. Und jetzt als krönenden Abschluss haben wir eben diesen Umzug noch gemacht. Und ja, man sieht einfach, jeder hat sich mit einem wirklich wichtigen landwirtschaftlichen Thema beschäftigt und ich glaube, das haben sie super dargestellt. Die Jungbauernschaft und speziell die Landwirtschaft in unserer Heimat trägt ganz viel zum Erhalt in unserer Heimat bei. Und somit haben wir das Thema Heimat bewegt uns heute den Tag einfach für jedermann erlebbar gemacht. Und ich glaube, wir haben aufgezeigt, was mit Zusammenhalt alles möglich ist. Das Wetterglück war auf unserer Seite und somit haben wir heute einen festlich gestalteten Tag in Kitzbühel feiern dürfen. Alle Beteiligten nutzen die Gelegenheit, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für die Vielseitigkeit und die Bedeutung des ländlichen Lebens. Im Vordergrund steht hier die Jungbauernschaft. Die geschmückten Festwegen machen auf viele Themen aufmerksam, die die Jungbauern bewegen. In 10, 15 Jahren, wer weiß, ob es da noch wirklich Bauern gibt oder ob das alles chemisch hergestellt wird. Und da wollte man ja Zeichen setzen, dass schon eigentlich die ursprünglichen Produkte von den Bauern und von der Landwirtschaft die besten sind. Das heißt, bei den Bauern kriegen viel Förderung, die haben wir ja so viel Geld, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Man muss sich mit dem Thema zuerst befassen und der Milchpreis, der was jetzt momentan ist, der ist brutal am Keier. Und Leute, das einmal das Regionale kaufen und nicht einfach das, was siehst, aber kauft es. Und was ganz wichtig ist, bitte Gosche, kauft es in seine heimischen Produkte, weil du gehst in seine Bauern gut. Und ja, der Bevölkerung geht es auch gut, weil sie kriegt ein richtiges, ein echtes, unverfälschtes Naturprodukt, wo es durch unsere Mühen gewonnen wird. So, danke. Trotz sinkendem Milchpreis und billiger Massenproduktion, die Jungbauern lassen sich davon vorerst nicht unterkriegen. So viel steht fest. Da ist auch der Bezirksobmann zuversichtlich. Der Jungbauer darf sich nicht unterkriegen lassen, deswegen wollen wir mit so einem prächtigen Festumzug herzeigen, wo es mir auf Taxen erstellt, dass wir etwas bewirken wollen für unsere Heimat. Und somit glaube ich, mit der Einstellung von unserer jungen Leute, was wir da haben, werden wir nicht aussterben. Das war's von der Tirolwoche von Österreich durch Land und Zeit. Nächste Woche melde ich mich wieder zurück aus dem Studio. Dann dreht sich alles um Oberösterreich. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit mir durch Land und Zeit reisen.